Schauspielerin Jamila Jamil hat es bereits getan, sie hat Twitter verlassen. Das ist mein letzter Tweet. Ich befürchte, dieser Kauf, der Meinungsfreiheit verspricht, wird dieser Plattform aus der Hölle den Rest geben und für gesetzlosen Hass, Fanatismus und Frauenfeindlichkeit sorgen. Viel Glück. Star Trek-Star George Tucker hingegen will gegen den befürchteten, ungefilterten Hass nach der Maskenübernahme kämpfen. Ich werde nicht gehen, um sich gegen Faschismus, Fehlinformation und Hass zu wehren. Braucht es starke Kämpfer. Ich hoffe, ihr helft mir dabei. Die kritischen Stimmen zur Twitter-Übernahme durch Elon Musk häufen sich, der Grund für die Sorge. Der Tech-Milliardär will den Kurznachrichtendienst zur globalen Plattform für Redefreiheit machen. Heißt das jetzt also feuerfrei für alle Hater und Trolls? Elon Musk selbst schreibt gestern: Ich hoffe, dass selbst meine schärfsten Kritiker auf Twitter bleiben, denn das ist es, was Redefreiheit bedeutet. Der Tesla-Boss ist auf Twitter sehr aktiv. Er hat mehr als 84 Millionen Follower. Bereits Mitte April fordert er mehr Transparenz und mehr Freiheiten für die Nutzer. Viele Experten schlagen Alarm. Eine der größten Befürchtungen ist natürlich, dass Leute, die gesperrt sind, hier allem voran Donald Trump, natürlich wieder auf die Plattform zurückkehren. Gerade Donald Trump war ja wirklich die Person, die am allermeisten von Twitter profitiert hat, aber das große Problem hatte, dass sie dann gesperrt wurde. Wobei er heute schon direkt gesagt hat, er begrüßt es, dass Twitter übernommen wird, aber er selbst möchte sich auf sein eigenes Social Network konzentrieren und nicht zurückkommen. Konkrete Pläne, was der Tech-Milliardär mit dem Kurznachrichtendienst vorhat, sind nicht bekannt. Der 50-Jährige kündigt an, Twitter von der Börse nehmen zu wollen. Der Vorstand solle kein Gehalt mehr bekommen. Social-Media-Experte Colin Croom sieht auch Chancen in der Übernahme. Das größte Problem, was Twitter aktuell hat, dass es Millionen von Fake-Accounts und automatisierten Bots gibt, die halt Fake-News und Rassismus verbreiten. Ich glaube, eines der ersten Dinge, die er machen wird, dass man vielleicht Accounts bewerten kann. Und wenn man dann merkt, dass solche Accounts schlecht bewertet werden, dann kriegen sie entsprechend weniger Reichweite. Doch was genau will Elon Musk mit Twitter? Der Tesla-Boss ist mit einem geschätzten Vermögen von rund 257 Milliarden US-Dollar die reichste Person der Welt. Leisten kann er sich den Deal, reicher wird er damit aber wohl eher nicht. Der Kurznachrichtendienst machte im vergangenen Jahr bei 5 Milliarden US-Dollar Umsatz 221 Millionen Verlust. Die Nutzerzahl stagniert schon länger. Musks Idee einer ungefilterten Redefreiheit auf Twitter könnte außerdem dafür sorgen, dass auch die wenigen Werbekunden das Weite suchen. Er denkt angeblich über ein Abo-Modell nach. Auch was nun den Twitter-Mitarbeitern blüht, ist unklar. In einem Notfall-Meeting wurde ihnen offenbar gesagt, dass ihre Jobs nur noch 6 Monate sicher seien. Vor der tatsächlichen Übernahme durch Elon Musk, der als knallharter Chef verschrien ist, müssen die Aktionäre von Twitter jedoch noch ihr Go geben. Dass sie den Deal verhindern, gilt jedoch als unwahrscheinlich.